Es ist Frühjahr 2019 und ihr wollt euch jetzt auch eine VR-Brille kaufen, aber ihr wisst nicht, welche von den vielen VR-Brillen auf dem Markt die richtige für euch ist. In diesem Video werde ich euch in ungefähr 10 Minuten meine Empfehlung geben, welche VR-Brille für euren Geldbeutel wahrscheinlich am geeignetesten ist. Und damit geht's jetzt los. Hi und herzlich willkommen bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr zum ersten Mal hier seid und euch VR und AR genauso faszinieren wie mich, dann abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. Es ist Frühjahr 2019 und ihr wollt wissen, welche VR-Brille ihr euch kaufen sollt. Bevor ich euch meine Empfehlung gebe, möchte ich euch kurz sagen, warum ich euch da gute Tipps geben kann. Es ist folgendermaßen, ich habe alle VR-Brillen, die es momentan auf dem Markt gibt, und ich habe sie alle getestet. Und ich habe sogar Brillen getestet, die noch nicht auf dem Markt sind. Also ich kann euch da auf jeden Fall sehr gute Empfehlungen geben. Und damit geht es jetzt auch gleich los. Ich werde in diesem Video verschiedene Szenarien durchgehen. Habt ihr einen Gaming-PC? Habt ihr eine PlayStation 4 schon zu Hause stehen? Und wie viel Geld wollt ihr eigentlich ausgeben? Das erste Szenario ist, dass ihr keinen Gaming-PC zu Hause stehen habt und auch keine PlayStation 4 oder auch PlayStation 4 Pro. Und da schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Budgets an, die ihr habt. Erstes Budget, ihr wollt nicht mehr ausgeben als 250 Euro. In diesem Fall holt euch die Oculus Go. Die Oculus Go ist ein tolles Headset, eine tolle VR-Brille, ein sogenanntes Standalone-Gerät. Ihr braucht keinen Computer, ihr braucht keine PlayStation, ihr braucht auch kein Handy, was ihr irgendwie vorne reinschieben müsst. Das Gerät einfach nur haben und dann habt ihr alles, was ihr braucht, um eure ersten Schritte in der virtuellen Realität zu machen. Damit könnt ihr wunderbar alle möglichen Filme in der virtuellen Realität schauen. 3D-Filme gibt es ja einige auch, ne? Und auch normale Filme auf einer großen virtuellen Leinwand. Und ihr könnt auch Spiele spielen. Allerdings nicht so Spiele wie Beat Saber, denn es gibt nur einen Controller dabei und das Ganze hat auch sogenannte drei Freiheitsgrade. Das heißt, ihr könnt euch umschauen in der virtuellen Realität, aber ihr könnt euch nicht ducken oder euch zur Seite lehnen, das wäre dann 6 Freiheitsgrade. Also schon Einschränkungen, aber für Leute, die nur Filme in der virtuellen Realität schauen können, ist das hier genau das Richtige. Im zweiten Fall wollt ihr bis zu 500 Euro ausgeben. In diesem Fall holt euch eine PlayStation 4, kann auch ruhig eine gebrauchte sein, und dann holt euch die PlayStation VR. Die PlayStation VR ist ein geniales VR-Headset. Ihr könnt wirklich so gut wie alle VR-Spiele damit spielen, Beat Saber, Skyrim und so weiter und so fort. Und ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, warum die PlayStation VR in 2019 auch noch richtig gut ist. Und das könnt ihr hier sehen, oder? Hier. Falls ihr lieber kabellos in die virtuelle Realität abtauchen wollt und euch noch ein paar Monate gedulden könnt, dann kann es sich für euch lohnen, auf die Oculus Quest zu warten. Die wird wahrscheinlich im Mai herauskommen, wird ungefähr 400 Euro kosten und es handelt sich dabei auch um ein Standalone-Gerät, genau wie bei der Oculus Go, aber sie hat 6 Freiheitsgrade. Das heißt, ihr könnt euch in der virtuellen Realität zur Seite lehnen, bücken, herumlaufen und das wird in der virtuellen Realität dargestellt. Und sie hat auch 2 Controller, das heißt, Spiele wie Beat Saber wird es höchstwahrscheinlich geben. Aber ich muss euch auch dabei sagen, das Ganze läuft über Batterie und über einen mobilen Snapdragon-Prozessor. Das heißt, das System ist nicht so leistungsfähig. Und deswegen wird es Spiele wie zum Beispiel Skyrim oder Borderlands 2 höchstwahrscheinlich nicht geben. Und deswegen kann ich euch dann auch wieder die PlayStation VR empfehlen, wenn das Kabel euch nichts ausmacht. Im dritten Fall spielt Geld für euch absolut keine Rolle. Und ihr wollt einfach nur das immersivste VR-Erlebnis, was Geld momentan kaufen kann. Ihr Glücklichen, in diesem Fall kauft euch einen Gaming-PC mit einer RTX 2080 Ti-Karte und holt euch die Pimax 5K Plus. Die Pimax 5K Plus bietet momentan das beste Bild in der virtuellen Realität und, sehr wichtig, das beste FOV, das beste Field of View. Das heißt, ihr habt einfach einen sehr weiten Blick in der virtuellen Realität und es ist einfach noch immersiver. Im zweiten großen Szenario habt ihr keinen Gaming-PC, aber ihr habt schon eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 4 Pro. Eigentlich bleibt alles beim Gleichen, aber
Wenn ihr nur 250 Euro ausgeben wollt, dann holt euch jetzt keine Oculus Go, es sei denn, ihr wollt wirklich nur Filme schauen, sondern holt euch eine PlayStation VR anstatt der Oculus Go, denn damit könnt ihr eben die Spiele spielen wie Beat Saber und Skyrim und die ganzen tollen Spiele mit 6 Freiheitsgraden. Ihr könnt euch komplett ducken und alles wird in der virtuellen Realität auch dargestellt, also PlayStation VR. Im dritten großen Szenario habt ihr schon einen Gaming-PC und ihr wollt euch jetzt eine passende PC-VR-Brille dazu kaufen. Das erste Budget ist 250 Euro und da kann ich euch die Lenovo Explorer empfehlen. Das ist ein tolles Headset, kostet ungefähr 230 Euro, hat man auch schon für 199 Euro gesehen und ja, hat es in sich. Die Auflösung ist besser als bei Rift und Vive. Und ihr könnt damit alle SteamVR-Spiele spielen. Also Skyrim, Beat Saber, alles kein Problem. Und sie ist auch noch total bequem. Also Lenovo Explorer, eine große Empfehlung. Im zweiten Fall wollt ihr bis zu 500 Euro ausgeben. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Wenn ihr das allerbeste Bild wollt und die Bildqualität für euch das Wichtigste ist, dann holt euch die Samsung Odyssey Plus. Die hat überhaupt keinen Fliegengitter-Effekt mehr und das Bild sieht einfach toll aus. Die müsst ihr euch dann aber aus den Staaten über Amazon.com kaufen. Kostet ungefähr mit allen Steuern 450 Euro und ihr habt sie bei euch zu Hause und habt auch den Amazon-Garantieservice mit dabei. Also lohnt sich definitiv. Wenn die Bildqualität jetzt nicht der wichtigste Faktor für euch ist, sondern wenn ihr das absolut perfekte Controller-Tracking haben wollt, dann empfehle ich euch die Original HTC Vive. Die ist immer noch wirklich sehr, sehr gut und ihr könnt sie bekommen vielleicht für 300 bis 399 Euro gebraucht oder für 600 Euro neu. Das ist immer noch sehr teuer, aber ihr bekommt auch das Lighthouse-Tracking-System dazu. Und das ist wirklich das Beste, was momentan auf dem Markt ist. Das perfekte Controller-Tracking, perfektes Headset-Tracking. Und das Tolle dabei ist, und deswegen empfehle ich euch auch nicht die Rift, sondern die Vive, man kann das sehr gut upgraden. Also wenn euch dann die Bildqualität doch mal irgendwann nicht mehr gut genug ist, dann holt ihr euch einfach die Vive Pro oder eben auch die Pimax. Denn die alle laufen mit dem Lighthouse-Tracking-System und das ist alles perfekt kompatibel und deswegen würde ich euch dann die Vive empfehlen. Im allerletzten Fall dieses Videos spielt Geld für euch keine Rolle und ihr habt schon einen Gaming-PC. Na dann upgradet den Gaming-PC, sodass ihr eine 2080 Ti als Grafikkarte habt und auch hier holt euch die Pimax 5K Plus. Die hat momentan das beste Field of View und die beste Grafikqualität, das immersivste Erlebnis, was ihr momentan für Geld kaufen könnt. Und das war's für diese kurze VR-Brillenkaufberatung im Frühjahr 2019. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die Fragen doch bitte im Kommentarbereich. Ich freue mich drauf, die zu beantworten. Und wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr doch lieber die Oculus Rift empfehlen würdet, warum, schreibt es nicht einfach unten in den Kommentarbereich und wir können sehr gerne darüber diskutieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das doch. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut, ciao.